Okay, liebe Leute, damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Mass Effect in der Legendary Edition. Wir sind jetzt wieder auf der Normandy, nachdem wir den Shadow Broker besiegt haben, beziehungsweise jetzt einen neuen Shadow Broker haben, wo er noch nicht weiß, wie das weitergehen wird. Jedenfalls haben wir jetzt ein paar neue Missionen. Einerseits Grunt, der Initiationsritus, wie wir da gerade sehen. Grunt verhält sich irrational und stellt möglicherweise eine Bedrohung für die Crew dar. Redet so bald wie möglich mit ihm. Werden wir machen. Aber, seht ihr das? Wir haben auch eine Mission mit Garrus. Und zwar Auge um Auge. Garrus hat ein persönliches Anliegen, über das er gerne sprechen würde. Und das machen wir natürlich. Jetzt kann ich endlich mal mit ihm quatschen. Und ich bin auch schon hier unten. Und ich würde sagen, los geht's. Gehen wir mal dahin. Und mal schauen, was er will. Helfe ihm natürlich gerne. Da ist er ja. Shepard, freut mich, dass Sie vorbeikommen. Es gibt da etwas, bei dem ich vielleicht Ihre Hilfe brauche. Erinnern Sie sich an Sidonis? Den Kerl, der mein Team verraten hat? Ich habe eine Spur. Es gibt da einen Experten auf der Citadel. Er heißt Fade. Sein Spezialgebiet ist es, Leute verschwinden zu lassen. Sidonis wurde mit ihm gesehen. Ja, ich bin dabei. Wobei, kann ich noch untersuchen? Ah, Verrat. Was ist passiert? Wie hat Sidonis Ihr Team verraten? Er hat den Söldnern einen Tipp gegeben und ihnen gesagt, wo unsere Basis liegt. Er hat mich mit einem gefälschten Job weggelockt und dann die Söldner auf mein Team gehetzt. Meine Leute waren völlig unvorbereitet. Sie haben versucht, sie zurückzudrängen. Als ich zurückkam, gab es nur noch zwei Überlebende. Sie haben nicht lange durchgehalten. Alle 10 sind tot und er ist schuld. Was haben Sie mit ihm vor, wenn Sie ihn finden? Ihr Menschen habt eine Redensart. Auge um Auge. Ein Leben für ein Leben. Er schuldet mir 10 Leben. Und die werde ich mir holen. Sind Sie sicher, dass Sie so vorgehen wollen? Ganz sicher. Ich brauche Ihre Zustimmung nicht, aber ich hätte gerne Ihre Hilfe. Wo finden wir Fade? Ich habe ein Treffen arrangiert. In einem Lagerhaus in der Nähe der Neonmärkte. Unten im Sakera-Bezirk. Danke, Shepard. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie die Zeit opfern, mir zu helfen. Ja, mache ich doch gerne. Alles klar, das heißt, nächstes Reiseziel ist mitunter die Citadel. Aber jetzt werden wir mit unserem Korganer hier noch quatschen. Wir haben noch andere Nebenmissionen, aber den interessiert mich gerade weniger. Also vor allem, ich will ja nur mit Garrus hier was machen. Ich bin mir gar nicht sicher, wo der war. Müssen wir mal ganz kurz den Lift zur Hilfe nutzen. Garrus, Tain, Kasum. Grunt. Okay, wir müssen aufs Maschinendeck. Gehen wir mal da runter. Und dann schauen wir mal, was er so will. Ich meine, der war hier links irgendwo. Ja, Tatsache. Gut, reden wir mal mit ihm. Shepard, ich brauche etwas. Muss mit ihm reden. Ich weiß auch nicht. Ich höre. Worum geht's? Irgendetwas. Stimmt nicht, Shepard. Mit mir. Ich bin so angespannt. Ich will unbedingt etwas töten mit bloßen Händen. Mehr als normal, so als hätte ich überhaupt keine Wahl. Als wollte ich... Ach, ich weiß auch nicht. Hey! Sehen Sie, warum mache ich das? Was stimmt nicht mit mir? Ich habe keine Idee, es ist eine Korgana. Das halte ich für eine falsche Aussage. Es ist richtig, aber jetzt im Moment eine falsche Aussage. Machen wir mal das. Aukir hat Ihnen nichts vermittelt, das Ihnen jetzt helfen kann? Ich sehe Bilder von alten Schlachten und höre die Stimmen der Warlords. Aber das ist ein Blutschleier in meinem Kopf. Ich will Kontrolle. Wenn wir in Bewegung sind und kämpfen, kann ich mich konzentrieren. Aber hier schreit mein Blut, meine Platten jucken. Und selbst sie sind nur störender Lärm. Ich bin eine Tankgeburt. Was ist das? Ich glaube, das könnte Sinn machen, dass wir mit einem Korgana reden, oder? Die Schiffs-KI will ich jetzt... Wobei... Ja, vermutlich ist es falsch. Ich frage mal die Schiffs-KI. Edi,
Haben Sie Informationen über Kroganer-Krankheiten, die so etwas hervorrufen könnten? Cerberus hat einige Autopsieberichte im Archiv, aber nichts über einen lebenden Kroganer dieses Alters und in diesem Zustand. Kroganer gewähren nur selten Einblick in ihre medizinischen Aufzeichnungen. Mein Volk wurde von Ärzten in Laboren besiegt. Sie würden nie zulassen, dass derartige Informationen unsere Heimatwelt Tuchanka verlassen. Ja, dann fliegen wir doch mal dahin. Joker kann uns zur Heimatwelt der Kroganer bringen. Jeder im Team muss voll einsatzfähig sein. Danke, Shepard. Mir gefällt das auch nicht. Wut ist für mich ein Mittel der Wahl, keine Krankheit. Das habe ich jetzt auch nicht behauptet. Also sein Fall klingt ein bisschen dringlicher. Also wenn wir zuerst mal sein Anliegen irgendwie, ja, zur Seite bringen. Und dann helfen wir Garrus. Also, wieder ganz nach oben. Wobei, ich möchte mal ganz kurz in mein Quartier. Ich möchte mal schauen, ob da meine neuen Schiffe drin sind. Okay, das ging jetzt wirklich schnell zum Laden. Oh, da, ja. Nice, muss man nochmal die anderen kaufen. Gut, gehen wir wieder runter. Ich wollte eigentlich nur das Modell sehen. Informationszentrum. Rein da. Commander, Morden hat um ein Treffen mit Ihnen gebeten. Nein, jetzt nicht. Shadowblocker Basis. Wir müssen hier raus. Okay, mal kurz gucken. Fire. Wo hat's denn hier ein Portal? Ach, da unten. Sehr gut. Treibstoffdepot brauchen wir jetzt erstmal nicht. Gerade Massportal. Okay, wo müssen wir hin? Die Justikarin. Garrus helfen, Grunt helfen. Machen wir das zuerst. Gut. Tuchanka ist da. Gehen wir mal runter. Und nochmal anfliegen. Oh, das sieht man nicht sehr vielversprechend aus. Hier wieder der Text. Ich werde mal langsam durchscrollen. Ihr könnt es passieren zum Lesen. Oh, das lese ich aber ganz kurz. Hinweis der RMD, Besucher von Tuchanka Land auf eigenes Risiko. Die RMD unternimmt keine Rettungsaktion für Bürger, die in kriegerische Clan-Auseinandersetzungen geraten. Hinweis für Reisende. Die Ökologie auf Tuchanka ist tödlich. Nahezu jede heimische Spezies zeigt Raubtierverhalten. Selbst die verbleibende Vegetation frisst Fleisch. Von Vorschüssen jenseits der bewachten Gebiete wird dringend abgeraten. Alles klar. Population 2,1 Milliarden. Okay. So, viel zu dem. Klingt ja noch einen sehr freundlichen Planeten. Gehen wir mal runter. Ja, ist aber klar, dass er natürlich mitkommt. Und wen nehmen wir denn noch mit? Ich würde mal sagen, nehmen wir mal Tane mit. Yes. Und das werde ich erstmal nicht anpassen. Gut. Okay, das sind Anwerber. Stehen bleiben, Alien. Tja, selber Alien. Der Clanführer will mit Ihnen sprechen. Halten Sie Ihr künftiges Haustier an der kurzen Leine. Wenn er das Ritual nicht bald durchläuft, sollten Sie ihn loswerden.
Ah, jetzt haben wir mehr Infos. Wissen Sie, was mit ihm nicht stimmt? Was er braucht? Mit ihm ist alles in Ordnung. Reden Sie einfach mit dem Clanführer. Okay. Ja, dann machen wir das doch mal. Also das Ganze ist mehr so zweckmäßig hier eingerichtet. Jetzt kommen wir von diesen Felsbrocken runter und zeigen den Turianern, wer der Boss ist. Schönes Hundi. Okay. Oh je, das ist wirklich ein gefährlicher Ort hier. Ich glaube, hier bleiben wir nur ein absolutes Minimum. Hier kracht es vermutlich das öftere Mal, ne? So wie das hier aussieht. Ich gehe mal kurz dahin. Das soll die großartige Heimatwelt der Krogana sein? Das Land von Kredak, Shiaga und Viol? Dieser Felsbrocken ist es ja kaum wert, dass man darauf steht. Hätte nie gedacht, dass ich den Tank mal vermisse. Ja, es sieht wirklich nicht gerade toll aus hier. Was? Grubenkampf, Wettername, Kampf beobachten. Ja, machen wir mal. Das kennen Sie ruhig eine ordentliche Summe, Mensch. Oh, das ist so ähnlich wie mit den Hühnerkämpfen. Ich gehe auf Rot, weil Rot einer meiner Lieblingsfarben ist. Gehen wir 250 Wetten. Okay. Ja, das war sehr schnell. Vorsicht, Mensch. Was soll denn hätte. Was jetzt, wenn ich hingehe? Ja, er will beißen. Okay, Commander der Kundschafter. Muss ich mit dir reden? Reef hat gesagt, dass wir sie nicht umbringen dürfen. Schade eigentlich. Eine ordentliche Zielübung wäre schön gewesen. Was wollen Sie? Das war sehr nett von dir. Sie sind also verantwortlich für Irdnats Kundschafter. Wozu die Zeitverschwendung auf Ungeziefer zu schießen? Munition ist das Einzige, was hier auf Tuchanka nicht knapp ist. Als Commander der Kundschafter muss ich ein Vorbild sein. Außerdem fallen die Drecksviecher über die Lebensmittelvorräte her, wenn sie zu viele werden. Und das geht gar nicht. Warum sind die Stimmen manchmal so gedämpft? Das ist total random. Echt komisch. Bedrohung der Lebensmittel, das würde mich mal interessieren. Haben Ihre Lagerhäuser keine automatischen Verteidigungsanlagen? Wozu? Die Hälfte von dem, was wir essen, ist ohnehin Ungeziefer. Und wenn wir Verteidigungssysteme in die Finger bekämen, würden wir damit bestimmt kein Getreide schützen. Wir haben Waffenlager, um die wir uns kümmern müssen. Außerdem sind da ja auch noch unsere Frauen und Kinder. Ihre Feinde greifen Zivilisten an? Einfacher kann man einen Clan nicht ausschalten. Frauen und Kinder können zwar auch kämpfen, aber wenn ein anderer Clan es auf sie abgesehen hat, sind sie immer in der Unterzahl. Wenn Frauen und Kinder sterben, hat ein Clan keine Hoffnung mehr auf eine Zukunft. Er zerfällt. Wir nehmen Gefangene, wenn wir können, und integrieren sie bei uns. Der Verlust Ihres Clans ist unser Gewinn. Langfristig wäre es sinnvoller, sich um Ihre Lebensmittelvorräte zu kümmern. Wenn der Jordan-Clan unsere Wachen tötet und unsere ach so toll bewachten Lebensmittelvorräte stiehlt, können wir langfristig sowieso vergessen. Das ist Tuchanka. Energie und sauberes Wasser bedeuten hier Luxus. Danke für die Information. Haben Sie echte Fragen oder verschwenden Sie nur meine Zeit? Wir reden später weiter. Na, eher nicht. Gut, dann gehen wir mal. Augen nach vorn. Ah, ist ja gut. Geben Sie mir einen Grund. Für was? Nichts anfassen. Sehe ich aus, als hätte ich Zeit für einen Plausch? Ich muss arbeiten. Die Idioten haben dieses Tonka ohne Ansaugstutzen aus einem Gefecht zurückgebracht. Er wurde ihnen angeblich im Feld weggeschossen. Verraten Sie mir mal, wie ein Tonka ohne Ansaugstutzen laufen soll. Ich such
keinen Ansaugstutzen? Wo gibt's denn? Ja. Irgendeine Idee, wo ich einen Ansaugstutzen herkriege? Ich kann natürlich einen herstellen, wenn Sie mir 3 Tage Zeit und ein Fass von Kohl geben. Der, den Sie verloren haben, liegt vermutlich noch irgendwo da draußen rum. Das Ding aufzusammeln und zurückzubringen, ist wohl zu viel verlangt. Okay. Ich habe bei den Kroganern noch nie einen Mechaniker gesehen. Glauben Sie, wir entführen Quarianer und lassen Sie die harte Arbeit machen? Nein, das haben wir aufgegeben. ja, ich suche eigentlich keinen, aber ich sag's jetzt mal trotzdem. Ich gehe raus ins Feld. Wenn ich einen Ansaugstutzen sehe, bringe ich ihn mit. Das würde mir einen Haufen Arbeit sparen. Vielleicht brächte es sogar mein sonniges Gemüt zurück. Ja, nein. Ich gehe Ihnen mal aus dem Weg. Tun Sie mir bloß keinen Gefallen. Okay, ja, was ist jetzt? Also, ich hab halt... Das ist schon mein Vortag? Was? Wo? Ach, er da. Okay. Was haben wir? Ich will ihn eigentlich nicht schlagen, aber... Let's see what happens. Okay. Okay, Sturmgewehr, Schaden, ja, kaufen wir mal. Was das wohl ist? Credits haben wir ja genügend. Okay. Ja, kann ich auch mit ihm selber quatschen? Was machen Sie? Wer sind Sie? Ich bin Vortec, oberster Forscher aller Wissenschaften für den Erdnot-Clan. Und ich habe keine Zeit für Ihre stümperhaften Fragen. Ich werde Ihre wertvolle Zeit nicht lange in Anspruch nehmen. Meine Arbeit ist in der Tat überaus wichtig, Mensch. Natürlich ist sie das. Ich bin sehr wissbegierig. Ich habe schon viel über die Genialität der kroganischen Wissenschaft gehört. Endlich versteht es mal jemand. Ich schwöre, ich bin hier mitten unter hirnlosen Pijacks. Tummle mich unter Wilden. Dabei bin ich der oberste Forscher. Ganz ehrlich, er ist der Erste, der irgendwie halbwegs seriös wirkt und normal wirkt, als wie der ganze andere Rest. Aber ja, reden wir mal mit ihm. Sie arbeiten sicher an etwas ungemein Bedeutendem. In der Tat. Es gibt immer neue Methoden der Zerstörung. Zum Beispiel schmelzen oder in Stücke reißen. Für eine neue Waffe ist auf T'Chanka immer Platz. Okay, er ist wahnsinnig. Nehmen Sie ein bisschen zurück. Sie sind wohl ein Wissenschaftler. Nicht nur ein Wissenschaftler. Ohne mich hätten diese aus dem Mund stinkenden Trottel weder Waffen noch Bomben, um irgendwas damit zu töten. Mein Vorgänger meinte, dass niemand den wahren Wert meiner Arbeit begreifen würde. Schon als ich meine Klinge aus seiner Brust zog, wusste ich, dass er die Wahrheit gesagt hatte. Jo, er hat da eine Klatsche. Effektive Zusammenarbeit unter Forschern stelle ich mir aber anders vor. Mir egal, wie Sie sich das vorstellen. Für uns ist es wichtig, das Hergestellte auch zu benutzen, anstatt es nur herzustellen. Die Arbeit ist erst dann erfolgreich, wenn sie den Boden bereits zum Zittern gebracht hat. Viel Spaß bei Ihrer Forschungsarbeit. Oh, den werde ich haben. Ja, das glaube ich dir. Okay, das hat mir jetzt auch noch nichts gebracht. Dann gehen wir mal nach da oben. Müssen wir da vielleicht hin? Ich habe so keinen Plan, ich war hier noch nie. Da geht's auch noch irgendwo hin. Aber der sieht wichtiger aus da oben. Ich habe Aliens oder ihren Haustier-Kroganern nichts zu sagen. Ja, ist okay. Dann halt mit dir. Sie sind Shepard. Jedes andere Alien hätten wir vom Himmel geschossen. Aber Ihnen gebührt der Respekt, den wir unseren mächtigsten Feinden entgegenbringen. Sie haben Würmeier vernichtet. Sie haben uns davor bewahrt, Sarens Handlanger zu werden. Aber Sie haben auch ein Heilmittel für die Genophage zerstört. Und außerdem haben Sie Erdnot Rex getötet. Ich bin Clanführer Erdnot Reef. Rex war mein Blutsbruder. Ich hatte keine Wahl. Rex hat meine Mission gefährdet. Ich klage Sie nicht an.
Ihre Aktion auf Wörmeier hat es mir ermöglicht, einer Gruppe radikaler Reformer die Führung abspenstig zu machen. Rex starb, wie es einem Kroganer geziemt. Seine Freunde wurden meine Freunde und Ordnot hat den rechten Weg gefunden. Er hatte beunruhigende Ideen. Mit einem Anführer, der die Tradition wahrt, ist es um uns besser bestellt. Sie sollten nicht für mich sprechen, Uweng. Also Shepard, was wollen Sie hier? Ich habe einen Kroganer in meiner Crew. Er hat so eine Art Krankheit, die behandelt werden muss. Dieser Kroganer riecht wie ein Jugendlicher. Wurde sein Clan vernichtet, bevor er gelernt hat, wie man lebt? Ich habe keinen Clan. Ich wurde von Warlord O'Kier in einen Tank gezüchtet. Destilliert aus einer Ahnenreihe von Kredak, Moro, Chiaga, Turk, Brent, Viol. Sie sind das Resultat einer Spritze und nicht dafür gemacht, T'Chanka zu betreten. Ich bin ein reiner Kroganer. Sie sollten Ehrfurcht zeigen. Sie sind ein Produkt von O'Kier? Er wird überall gehasst? Er ist tot. Schade. Hass ist etwas Gutes, mit großer Wirkung. Wieso denken Sie dabei an O'Kier? Hier geht es um Grant. Er glaubt, die Verbindung zu O'Kier rechtfertigt es, dass er diesem Ding gestattet, erwachsen zu werden. Es kommt dabei also zu einer biologischen Veränderung. Das ist interessant. Nichts derart Schwaches. Er wird erwachsen und muss sich dem Initiationsritus stellen. Pah, ich werde das nicht zulassen. Sie riskieren ihren Status, Reef. Ihren ganzen Clan. Wollen Sie Ordnot Grunt werden? Es ist seine Entscheidung. Es ist in meinem Blut. Deshalb gibt es mich. Dann reden Sie mit dem Schamanen. Er ist hier im Lager. Bereiten Sie sich vor. Und Sie auch, Shepard. Grunt gehört zu Ihrer Crew. Sie sind ein Teil dieser Sache. Es war so klar. Ich dachte, ja, er geht da rein, macht sein Ding und wir können zugucken. Warum ist das jetzt so abtrünnig? Wow. Abtrünnig und Vorbild. Jetzt darf ich da natürlich mitmachen. Ja, sehr toll. Also der Schamane ist garantiert nicht da hinten, vermutlich irgendwo da oben. Hast du diesen Bericht im Extranet gesehen? Was denn? Du dir das Hirn voll. Du solltest lieber jagen oder irgendwas reparieren, wenn du nicht jagen kannst. Ah ja. Es war ein Sondervideo über die Citadel. Moment, über die Citadel? Du hast noch nicht mal den... In der Mitte des Citadel-Präsidiums steht eine große Kroganer-Statue. Deshalb stelle ich bei uns noch lange keine Asari-Statue auf, falls du darauf hinaus willst. Ach so, okay. Ja, albern. Gut. Damit wurde unser Kampf... Ah. Ich habe genug von dir. Das dann ist... Dann bringen wir es zu Ende. Ja, dann. Ich werde niemals aufgeben. Dann lege ich dich auf die Schultern. Okay, ich glaube, da passiert nichts weiter. Ja, dann. Hier, Schamane. Sie überschreiten ihre Grenzen, Getatak Uweng. Die Riten der Ordnot gehen vor. Woher wissen wir, dass es überhaupt zum Kampf kommt? Er ist nicht natürlich. Die Bestien des Ritus ignorieren ihn vielleicht wie einen Klumpen Plastik. Sie erkennen Blut, egal aus welchem Schoß es kommt. Ihr Bellen hilft ihnen hier nicht weiter. Ich werde für mich selbst sprechen. Ist das die Tankzüchtung? Sehr lebensecht. Hat sogar den richtigen Geruch. Ihre Proteste klingen hohl, Uweng. Ordnot Reef hat uns die Genehmigung erteilt, um den Clan-Status für Grunt zu bitten. Genehmigung? Das ist ausreichend, wenn auch ohne Kampfgeist. Wenn das hier so traditionell abläuft, dann beantrage ich eine Verweigerung. Mein Clan steht gegen ihn. Er hat niemanden. Meine Geduld ist strapaziert, aber Uwengs Antrag ist berechtigt. Grunt, wo ist Ihr Krant? Ihre Verbündeten, die in Ihrem Namen bereit sind zu töten und auch zu sterben. Fuck, ja, jetzt endgültig.
Ja, wir kämpfen für ihn. Grant wird den Erdnet-Clan stärker machen. Nennen Sie uns ein Ziel und wir werden es auslöschen. Gut gesprochen. Die meisten Aliens und einige Kroganer verstehen unser Leben nicht. Dieser Mensch schon, wie mir scheint. Aliens wissen gar nicht, was Stärke ist. Meine Anhänger sind echte Kroganer. Grunt ist eine einzige Lüge. Oh oh. Wagen es. Dieser Mensch gefällt mir. Er hat's begriffen. Ich ziehe meine Verweigerung zurück. Wir werden das woanders zu Ende bringen. Oh shit, jetzt gibt's Stress. Eventuell sogar eine Sabotage. Sie provoziert. Ein guter Grund für mich, sie sympathisch zu finden. Wie sind jetzt ihr Problem? Fuck. Ja, ich glaube, ich werd's mir rollen. Aber ja, okay. Also, was müssen wir eigentlich mitbringen? Brauchen wir eine besondere Ausrüstung? Um den Ritus zu beginnen, sind nur der Kandidat und sein Krant vonnöten. Sie stehen doch auf Kampf, Shepard, nicht wahr? Auf das letzte Röcheln eines geschlagenen Gegners. Bringen Sie Ihre Kampfeslust mit zu Grunts Prüfung, dann wird er bestimmt erfolgreich sein. Wird dieser Kroganer sich zu einem Problem entwickeln? Einmischung ist ihm verboten. Wird er es trotzdem tun? Während des Initiationsritus müssen Sie auf alles gefasst sein, Shepard. Aus dem, was ich von Ihnen weiß, entnehme ich, dass Sie keine Enttäuschung sein werden. Ja, nennen Sie uns Details. Wir haben lange genug gewartet. Erklären Sie uns den Ablauf. Immer diese Ungeduld, Shepard. Sie müssen nur wissen, dass Grunt geprüft wird und sich auf die Aufgabe einstellen muss. Gut, ich denke mal, wirklich vorbereiten müssen wir uns nicht. Ich würde sagen, wir beginnen. Wir sind bereit. Es kann losgehen. Großartig. Ach, jetzt fahren wir weg. Es ist ja klar, dass er mit dabei ist. Oh, das wird vermutlich ein echt harter Haut-drauf-Kampf. Er würde noch Sinn machen. Aber nein, ich bin ja mit ihm gekommen. Also Tane, du wirst mit dabei sein. Annehmen. Und ich kann noch ein letztes Mal die Waffen anpassen. Lass mal hier erstmal, dann die Tempest, machen wir hier so. Zurück, Tempest, schreibe Pistole, was haben wir hier noch? Nee, was habe ich da? Partikelstrahler. Ja, ich bleib bei dem Partikelstrahler. Auswählen. Okay, gut. Dann Grunt, was kann ich eigentlich hier noch so? Kollektoren-Sturmgewehr. Ja, du bleibst bei dem. Schrotflinte. Geht Schrotflinte. Ja, passt. Tane, was hast denn du so? Präzisionsgewehr? Achso, du bist so einer, ne? Locust. Tempest. Okay. Es gibt mal einen ganz kurzen Cut für euch. Und dann bin ich gleich wieder da. So, tada, da sind wir auch wieder zurück. Und ich würde sagen, los geht's. Wobei, ich mal ganz kurz das Mikrofon anpassen. So, da. Wen denn? Da war doch kaputt. Das war bestimmt mal eine schöne Stadt, aber schade, was wir aus dem gemacht haben. Das ist die neueste Narbe, die Kuchanka davon getragen hat. Die letzte Oberflächenstadt, die während der Rebellionen gefallen ist. Der Schlüsselstein befand sich in ihrer Mitte. Sie hat Kriege und den Fortgang der Jahrhunderte überdauert. Sie hat Bestand, wie die Kroganer. Sich dem Erdnet-Clan anschließen möchten, müssen sie über den Schlüsselstein und seine Prüfungen nachsehen. Was passiert dann? Wer weiß das schon. Sie müssen sich anpassen und erfolgreich sein, welche Situation sich ihnen auch bietet. Wie jeder wahre Kroganer.
Also das ist einfach nur ein großer Feig und dann ist alles cool. Was ist das da? Schlüsselstein. Ja, soweit klar. Keine Ahnung, was das jetzt bringen wird. Aktivieren Sie den Schlüsselstein. Okay, das gab mir jetzt einfach nur Credits. Da hat's Leichen. Ja, okay, gehen wir einfach mal noch hin. Holy shit. Da kommen Sie. Ich bin bereit. Wo denn? Oh, da hinten. Oh, das wird es bestimmt nicht gewesen sein. Oh, da hat es noch mehr. Okay, von wo kommen die jetzt überall? Diese Bestien sollen wissen, dass ich würdig bin. Wo denn? Oh, Energiezellen als garantiert schwere Waffen, oder? Die schwere Waffe werde ich mir mal aufbehalten für später. Medikit brauchen wir auch nicht. Ja, das ist easy. Bestimmt irgendwie so ein Mutterfee oder sowas ähnliches. Oder halt der Kograner. Was er ja eigentlich nicht darf, weil er soll sich ja nicht einmischen. Ich bin bereit. Eigentlich ein bisschen schade um die Tiere. Aber schönes Fellmuster. Leute, uncool. Noch mehr? Ja, da hinten. Ich werfe sie um. Ach so, das war nur die erste Runde. Okay. Bereit für eine neue Runde, Shepard. Aktivieren Sie den Schlüsselstein. Dann wurden die Kroganer zu den Sternen entboten, um die Ängste einer Galaxie zu vernichten. Ein Feind, den wir in seinem Kampf verfolgen können. Okay, was kommt jetzt? Sicher, komm, der Tod wartet. Ja, was? Wo? Oh, holy shit. Was bist denn du? Fuck, wo ist der hin? Wo? Wow, holy shit! Bis jetzt geht's noch. Aber das rote Video ist immer heftig. Holy shit. Bleibt das Ding auch mal stehen? Wo? 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 Ach, da hinten. Yeah, direkt auf den Arsch. Wir wurden entdeckt.
Also ich warte nur drauf, dass hier irgendwas sabotiert wird. Ich halte sie fest. So, wo? Da unten. Direkt auf den Arsch. Ich glaube, ich gehe mal ganz kurz auf die große Waffe. Könnte ich noch bereuen, dass ich das mache. Wo ist das Vieh? Stirb! Scheiße, kaum noch Munition. Okay, wir gehen wieder auf die Waffe. Ist es das gewesen? Ja, toll, ihr habt das gerade voll verschwendet mit der großen Waffe. Stein aktivieren, um das Ritual fortzusetzen. Ja, gleich. Ich hätte gerne Munition für die schwere Waffe, aber da hat es vermutlich nichts mehr. Ah, da hinten. Der Schlüsselstein. Ja, gleich. Ihn erneut aktivieren, um zum nächsten Teil des Ritus zu kommen. Drück dich. Machen wir gleich. Ich brauche Munition. Ja, geil. Dritte Runde. Wird schon klappen, ne? Neue Runde, Shepard. Jaha. Nun tragen alle Kroganer die Genophane in sich. Unsere Belohnung und unseren Fluch. Bei diesem Kampf gibt es nur ein Ziel. Überleben. Oh, bitte lass es nur drei Runden sein. Ja, aber ich sehe es nicht. Oh, da. Was bist du? Ziel rechts. Wow, holy shit. Ja, jetzt gehen wir auf die schwere Waffe. Holy shit. Auf was schießt's denn hier? Das war die schwere Waffe und ich mache noch so wenig Schaden. Na toll, das kann ja mal was werden hier. Alter, bitte hat's mal alles rein, was ihr so habt. So ein Shit. Wo ist die Sabotage? Hab immer noch nichts gesehen. Oh fuck. Nein, ich war doch auf der Seite. Oh, no. Ich muss jetzt wieder alle Phasen von vorne machen. Bitte nicht. Oh nein, muss ich nicht. Gott sei Dank. Dann gehen wir gerade wieder auf die schwere Waffe. Hat leider hier die Deckung kaputt. Das ist ein bisschen dämlich. Okay, und wieder kaum Munition mehr. Ein paar Schild mehr, geil. Ey, das gibt's doch nicht. Komm, tu dich regenerieren.
Regenerieren, bitte. Alter, nein, das kann nicht wahr sein. Warum hast du jetzt nicht regeneriert? Oh Mann, ey. Gut, Lag, alle guten Dinge sind drei. Ja, toll. Das wird einer der Kämpfer sein, den ich echt lieben werde. Entschuldigung. Wesentlich taktischer. Okay. Das wird nicht oft funktionieren. Schwere Waffe wieder, bitte. Okay, also zweimal kann ich ungefähr treffen. Oh, ich sehe, glaube ich, er da wandert. Okay, neue Waffe. Und er wandert wieder. Der wird nicht getroffen. Das Halbzeit. Ich mal eine Prüfung. Ja, haut sie. Nice. Nicht getroffen. Komm, haut drauf. Oh, shit. Ach was, jetzt sehe ich erst, dass sie einen Timer mit überleben. Oh fuck. Nein, scheiße, 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 scheiße. Oh, so ein Shit. Einigkeit, ja bitte. Oh Mann, bitte, bitte, geh jetzt endlich mal down. Nein, fuck, 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 fuck. Ich muss hier weg, ich muss hier weg. Nein, ich muss hier weg, bitte, 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 bitte. Bitte geh jetzt. Nein. Bitte heil dich. Bist du jetzt endlich tot? Oh mein Gott, endlich. Was ist das? Ah, Besuch. Gut, ich will mehr. Sie sind am Leben und sie haben den Dreschlund besiegt. Das hat seit Generationen niemand mehr geschafft. Der letzte war Erdnot Rex. Mein Krant hat mir eine Stärke jenseits meiner Gene verliehen. Und die sind schon verdammt gut. Das wird zu Diskussionen führen. Ich frage mich, sie behaupten, sie seien rein? Und kein Alien war an ihrer Herstellung beteiligt? Nur der Warlord O'Kear? Die besten Eigenschaften der Krogane sind in Grunt vereinigt. Er wurde erschaffen, um perfekt zu sein. Das Problem ist, dass er erschaffen wurde. Aber nicht von Aliens. Und er ist wirklich sehr stark. Es wäre vermutlich ein tolerierbarer Mangel. Ein was?
Ein Grund, sie zu akzeptieren. Sie sind ein Fehler, aber ihr Potenzial könnte das derzeitige Gleichgewicht der Clans kippen. Sie spucken auf den Namen meines Vaters und auf Shepard. Und nur weil ich stark bin, hören sie plötzlich auf zu schimpfen? Mit Einschränkungen. Sie könnten natürlich keinen Nachwuchs zeugen oder auf einem Alienschiff dienen. Aber zumindest dem Namen nach wären sie Teil des Clans. Ja, es wollen als Trophäe. Sie reden, als wäre er ein Gegenstand. Sie wollen nur seine Stärke. Es geht ihnen nicht darum, dass er Teil ihres Clans wird. Natürlich nicht. Ich wollte auch nicht mit dem Erdnord-Clan kooperieren, war aber dazu gezwungen. Der Gertetor-Clan steht am Scheideweg. Er wird entweder mächtig oder endet im Staub. Wenn ich sie bekämpfe, unterstützen mich die Traditionalisten. Und wenn ich sie unterstütze, bejubeln mich die Reformer. Ihr Initiationsritus hat auch dabei das Gleichgewicht verschoben. So wie ich Grunt kenne, kriegen sie ihre Antwort mit Mündungsgeschwindigkeit. Sie kennen Grunt gut, Shepard. Dieser Varen ist tot. Ja, war ja klar. Ärger, ist ja meine Scheiße, Okay, munitionstechnisch schaut es immer noch scheiße aus. Halt mir schon! Oh fuck. Okay, Granate bitte. Ja, alles klar. Ja, schade eigentlich. Okay, da hinten haben wir noch einen. Wir gehen mal nach vor. Oh fuck, ich muss da weg. Oh fuck. Scheiße. Ich brauche Abstand. Fängt es nur noch totes Fleisch. Wir sollten am Schlüsselstein das Signal geben, damit wir hier wegkommen. Er kann ja, wo ist denn der jetzt überhaupt? Achso, gib mir deine Cutscene. Ritus bestanden und damit Anrecht auf die Ehre, zu einem Clan zu gehören und einen Namen zu führen. Viele überleben, aber es ist Jahre her, seit ein Dreschlund gefallen ist. Ihre Namen sind dadurch unsterblich. Rand, Sie sind jetzt ein Erdnord. Sie dürfen Besitz erwerben, der Armee beitreten und sich für den Dienst unter einem Kriegsmeister bewerben. Shepard ist mein Kampfmeister. An ihn kommt keiner heran. Verstehe. Glückwunsch, Erdnord Grunt. Nehmen Sie dieses Geschenk von Fortek an. Seine Waffen sind die besten, die wir haben. Ich will etwas über Tuchankas Vergangenheit erfahren. Tuchanka ist ein Ort voller großartiger Geschenke. Es tötet die Schwachen, quält die Langsamen und vernichtet die Dummen. Überleben ist eine Ehre, und darin sind die Kroganer Meister. Wir bedecken diesen Planeten mit unserer Zivilisation, nur um sie ein Dutzend Mal selbst niederzubrennen. Aber wir werden jedes Mal stärker. Wenn wir weise und mächtig genug sind, werden wir den Planeten auf ewig zähmen. Ich habe noch nie gehört, wie jemand behauptet hat, der Untergang der eigenen Zivilisation sei etwas Gutes. Ich hätte gedacht, von allen Aliens würden Sie das am ehesten verstehen, Shepard. Die Reiche und Clans der Kroganer in der Vergangenheit waren glorreich gewachsen in großen Schlachten und Eroberungszügen,
Aber im Kern waren sie schwach. Wie hätten sie sonst fallen können? Wenn die Zivilisation der Kroganer ihren Höhepunkt erreicht hat, ist sie nicht mehr aufzuhalten. Sind wir nicht mehr aufzuhalten? Ja, ich stimme der Shepard ein bisschen zu. Ja gut, ich würde sagen, das ist ich gewesen. Gehe jetzt. Mögen ihre Gegner stark genug sein, sie wachsam zu halten. Das könnte sich noch als nützlich erweisen. Musik würde ich so gerne abschalten. Okay, schauen wir, ob es jetzt auch ein Briefing oder ein Gespräch mit Grant gibt. Nee, gibt's nicht. Okay, ja, das ist gewesen. Liebe Leute, wir sehen uns zur nächsten Episode. Das war erstmal die Hilfe für Grant. Tschüss.